Ja, hallihallo, da bin ich wieder, Mixed Live. Heute bin ich da, meinen ganz alten Bahnhof hier. So alte Gleisen, aber ja. Bin gerade hier ein bisschen alleine mit meinem Hund hier. Ist auch da, guck gerade auf Katzen. Ich bin alleine hier und heute geht es um meinen Hund. Hab ihn heute wieder zurückbekommen. Er war ganze eine Woche in einem Tierklinik, weil er zusammengebrochen ist zu Hause. Also es war so. Ich kam am Mittag nach Hause, wollte mit ihm spazieren gehen und auf einmal lag er am Boden einfach so, hat mich nur blöd angeschaut und ich wollte ihn bringen zum Aufstehen, aber nichts. Nee. Er ist irgendwie so zusammengebrochen, also seine Nerven, denke ich mal, pf, keine Ahnung. Keine Ahnung davon, aber wenigstens ist er jetzt wieder gut. Steht auch wieder, denke ich mal. Ja, steht. Und habe gerade Freude dran. Ich lebe seit 14 Jahren mit ihm. Das war mein, also nicht Geburtstagsgeschenk, mein Geburtsgeschenk nach, da war ich 2,5 Tage alt, habe ich meinen Hund bekommen, der war meins, aber ja, claro, meine Mutter hat die ganze Zeit mit ihm gelaufen und ja, heute will ich ein bisschen bei ihm reden, also ja. Als ich 1,5 Jahre alt war, hat mir geholfen zu laufen. So, es war so, ich war am Bodensee unten mit meiner Mutter und so, da war ich 2,5 Jahre und da konnte ich noch nicht laufen, nur kriechen und so. Dann hat meine Mutter mir einmal also meinen Hund gegeben und auf einmal hat er mich nach hoch gezogen, also hat einfach nach vorne gelaufen und auf einmal bin ich gestanden und dann bin ich so hinterher gelaufen. Und meine Mutter hat die ganze Zeit so, oh mein Gott, und ich habe einfach nur Juppie, ja. So komme ich die ganze Zeit, so komme ich gelacht. Und ja, ich hatte ganz schöne viel Zeit mit ihm. Einmal in Portugal, da war ich 11,5 Jahre alt, hatte auch wieder einen Zusammenbruch, aber ein komischer, weil auf einmal war ich mit ihm am Spiel und dann ist einfach Augen zu am Boden am liegen und ich wollte ihn wegnehmen und keine Reaktion. No, und auf einmal hat er so komisch rumgejumpt, so voll gezappelt. Dann habe ich voll einen Schock gekriegt und habe gesagt, nee, jetzt ist es am Ende. Aber nein, er nimmt eben schon seit Jahren Tabletten wegen das, eine Krankheit, wenn es zu warm ist. Und in Portugal war es sehr warm im Sommer, circa 30 bis 40 Grad. Und dann ist einfach so zusammengebrochen. Und ja, ach, dann hatte ich ja einen großen Schock gekriegt, wie ich schon gesagt habe. Dann hat meine Mutter also seine Tablette gegeben und eine halbe Stunde später, nur mit den Streichen, hat er wieder die Augen aufgemacht. Dann war er noch 1,5 Tagen an seinem Platz. Nee, nicht rausgegangen, hat ein bisschen gegessen an seinem Platz, aber sonst nichts. Und auf einmal, am Morgen früh, hat er mich geweckt, indem er in meinem Zimmer reinkam, gelaufen. Da hatte ich so eine Freude gehabt. Und ja, und seitdem ist noch vor einer Woche das passiert, das wieder zusammengebrochen ist und es ist schon 14 Jahre alt, 14,5 schon. Und das ist im Menschenalter, denke ich mal, zwischen 90 Jahre und 95 Jahre und wird nicht lange leben. Also ja, dem Weg drum mache ich mir schon sehr viele Sorgen und ein paar akzeptieren das nicht, dass ich traurig bin und dann tun sie so lustig über mich machen und dann bin ich immer sehr traurig und ja. Und das war's auch schon mit meinem Hund. Ich lässt mich noch hier alleine. Ich warte gerade auf meinen Kollegen hier. Und ja, Red Bull habe ich hier. Man kann mal kurz einen kleinen Schluck nehmen. Ja. Und ja, das war's auch schon. Es war eigentlich nur das neue aktuelle Video. Weiß ich nicht, über was ich reden soll. Also, über was ich tue reden. Aber mal schauen, wie es sein wird. Vielleicht soll ich wieder mal über meinen Hund reden oder über anderes Zeugs. Kann sein, dass ich einen Screen Recorder auf der Xbox installieren tue und damit Let's Plays aufnehme. Keine Ahnung. Und das kostet eben ein bisschen und kann sein, dass ich nur in 2 Wochen 3 Let's Plays zu aufnehmen. Und ja, das war's auch schon für heute. Ich wünsche mir noch viel Glück für meinen Hund. Und bitte abonniert mich, klickt auf Liken, zeigt an eure Freunde dieses Video und ja, das wird auch schon sein für heute.
Und das war's auch schon. Tschüss!